Freunde, and welcome back auf dem Hof von Pippel und Gockel. Ihr seht schon, hier ist ein bisschen was passiert. Folge 2 heute, ne? Wisst ihr Bescheid? Und apropos, wisst ihr Bescheid? Wo ist Pepe? Hier bin ich! Oh, da ist er. Pepe hat sich nämlich einen LKW gegönnt und schaut mal hier. Hier lecker Salat und Honig, alles hier frisch von unseren Gewächshäusern. Das haben wir nämlich jetzt hier gebaut. Das war Pepes Wunsch. Dem sind wir natürlich nachgekommen, weil wir natürlich hier auch eigene Produkte anbieten wollen. Hier habt ihr den Honig. Ne? Da geht echt viel. Pepe muss hier ein bisschen verladen, glaube ich. Hier den Salat. Und ich muss, zeige ich euch, da war ich doch schon richtig. Ich muss hier dieses Feld anpflanzen. Also ich muss aussehen, Samen aussehen. Und zwar Raps ist heute auf der Agenda und deswegen quatsche ich nicht lange rum, sondern fange einfach mal an hier. Ja, dann haben wir uns noch Hühner gegönnt, die halt auch Eier produzieren. Haben uns eine Bäckerei gegönnt, die wir aber noch nicht komplett ausbauen konnten, weil uns halt auch noch ein paar Produkte fehlen. Das sind aber Ziele, die wir uns gesteckt haben und die werden wir halt auch erreichen, weil wir einfach drauf haben. Und ich muss auch mal ein großes Dankeschön an Pepe raushauen, weil er ist sehr, sehr, sehr geduldig. Und vor allen Dingen sehr, sehr geduldig mit mir. Das ist nicht einfach, weil ich habe halt Ziele und Pläne und will dann halt schnellstmöglich die Ziele erreichen. Und Pepe bremst mich dann immer ein bisschen, sagt, Mensch, das können wir auch dann und dann machen. Lass uns erstmal das machen und dann passt das. Dafür bin ich halt dankbar. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind uns nicht immer einig, was aber auch nicht schlimm ist, ja, weil wir haben halt unterschiedliche Ansichten. Nicht immer, zu verschiedenen Punkten halt, aber dann wird sich kurz drüber unterhalten und dann passt das auch. Nu? Jo. Ja, Pepe ist nicht traumatisiert, weil ich ihn anschreie oder so. Sondern Pepe ist der, der dann sagt, Mensch, Goggle, entspann dich. Und das ist auch hier möglich, weil wenn man hier eine Aufgabe hat, dann will man die halt auch ordentlich zu Ende bringen. So wie hier das Aussehen. Ihr seht, ich habe ein bisschen was vergessen hier, aber ist nicht so wilde. Da fahre ich dann nochmal rüber. Ja, was haben wir noch Neues? Ja, ein Pickup haben wir, dann noch so ein kleines Fahrzeug, mit dem man dann halt so kleinere Sachen transportieren kann. Wenn man jetzt hier so 3 Paletten oder 3 Packungen Eier hat und die schnell zum Restaurant bringen will, das übrigens da drüben ist. Ja, links ist die Tanke, ihr seht's, und rechts ist das Fastfood-Restaurant. Wenn man da mal schnell was hinbringen will, ist das kleine Fahrzeug absolut gut geeignet dafür. So, warum ich den Tempomat nicht eingeschaltet habe, weiß ich selber nicht. Weil so braucht man nur mit einer Hand lenken. Ist natürlich super entspannt. Ja, und dann müssen wir halt geduldig warten. Ich glaube, im September, Pepe, wenn es nicht richtig ist, korrigier mich, im September, glaube ich, oder Oktober, eins von beiden, ist dann da vorne das Feld fertig. Da habe ich Sojabohnen gepflanzt, weil ich mit dem Hafer ein bisschen spät dran war. Der wird dann halt nächstes Jahr ausgesät. Das ist aber auch kein Problem. Es bringt ja alles Geld. Deswegen ist es erstmal egal. Ja? Und man kann natürlich auch sagen, jo, ihr könnt ja auch euer eigenes Futter für die Hühner produzieren. Das ist richtig. Aber das muss dann halt alles noch verarbeitet werden. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal darauf geeinigt, dass wir Sachen produzieren, die wir halt verkaufen können. Wo wir dann erstmal keinen eigenen Nutzen haben, außer Geld. Deswegen schauen wir dann, wenn es denn soweit ist und wir dann auch die entsprechenden Gerätschaften haben und Maschinen haben und was man alles braucht, dann nehmen wir das auf jeden Fall in Angriff. Aber für heute, wie gesagt, steht erstmal auf dem Plan, dass wir den LKW voll beladen und dass wir das dann alles verkauft bekommen.
Weil ihr Das ist jetzt seht, die oben letzte rechts. Kiste. Also Bitte? ich mache jetzt die letzte Kiste rein und dann ist der komplett voll. Sehr gut. Dann werde ich verkaufen. Ich mache jetzt eine Vereinbarung, die Pepe noch nicht kennt. Also Leute, die mich kennen, wissen, dass ich es überhaupt nicht mag, wenn man mir ins Wort fällt. Ich biete Pepe an, dass er das heute einfach mal macht, weil wir sind ja hier gemeinsam im Video, wir arbeiten auch gemeinsam und wenn Pepe irgendeine Neuigkeit hat, dann kann er das einfach rausposaunen und ich werde dann kurz meinen Schnabel halten, damit ihr halt auch informiert seid, was bei Pepe passiert. Und ist der LKW denn voll oder halb voll? Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ja, ein bisschen mehr als halb voll. Bisschen mehr als halb voll, gut. Dann werden wir dann auch sehen. Oben rechts seht ihr ja unseren aktuellen Kontostand. Der wird sich dann ein bisschen ins Positivere bewegen, weil wir halt viele Gerätschaft, wollte ich sagen, haben, die wir halt gekauft haben. Ne? Wir haben jetzt keine zusätzlichen Mietkosten, außer jetzt halt für die Gebäude. Das ist aber auch nicht schlimm, weil die werden uns dann später Cash bringen. So, jetzt fahre ich hier nochmal drüber, wo ich das ein bisschen versemmelt habe. Es ist auch ein Wendekreis. Das ist ja der Wahnsinn. Ich direkt hier rüberbringen, das Zeug. Fastfood-Restaurant? Ja. Da muss ich noch zu sagen an die Zuschauer, wir haben das gestern wirklich erst rausgefunden, dass wir ja auch schauen können, wo welche Produkte zu welchem Preis angeboten werden, also wo man die verkaufen kann, zu welchem Preis. Da haben wir uns ein bisschen schwer getan, aber als wir es dann rausgefunden haben, haben wir gut Cash gemacht. Ihr seht es da oben rechts, 19.000 Euro sind auf unser Konto gegangen. Es ist noch nicht zu Ende, es geht weiter. Aber das ist Weil jetzt nicht mehr viel. es war ja Honig und Salat. Das wird dann immer unterschiedlich berechnet. Ist ja auch klar, kostet ja unterschiedlich. Seht ihr, da kommen nochmal 3.600 rein. Klingt jetzt nicht viel, aber ist viel. Weil wir dafür kein Geld ausgeben, außer Wasser. Und das kostet nichts. Wir fahren einfach mit unserem Wassertank in einen See und füllen den auf. Das kostet uns nichts. Einmalige Kosten waren das Gewächshaus und sonst nichts. Oder liege ich da falsch, Pepe? Nee. Nur das Gewächshaus, ne? Und dann, dass wir da halt Wasser hinzufügen müssen. Und dann passt das. Wir können uns dann aussuchen, was dort angebaut wird. Wie gesagt, jetzt aktuell sind es Salatköpfe und ja, Honig bauen wir ja nicht an, das machen ja die Bienen. Aber wir hatten auch schon Erdbeeren und Tomaten. Bis dann Pepe, der Schlaufuchs, muss ich mal sagen, also wirklich gemerkt hat, warte mal, Salat bringt doch viel mehr Geld. Lass uns Salat anbauen. Ja, gesagt, getan. Deswegen werden jetzt alle unsere Vertragspartner, ne, wo wir dann das Zeug hinbringen, mit frischem Salat beliefert. So, jetzt fahren wir mal zu, oder laufen wir mal zu meiner Family. Guck da. Da bin ich. Geh mal kurz rein. Hier, da. Wieder am Futtern. Und hier ist die Family. Da können wir gleich mal gucken. Oh, die Palette steht hier ein bisschen schief, aber ihr seht, ja, es sind genug Eier da. Müssen wir mal gucken, ob wir dann. Oh. Müssen wir mal gucken, ob wir dann. Ja, die verkaufen können. Ich habe jetzt gerade gemerkt, guck mal hier, das ist hier noch Futter. Das konnte ich irgendwie nicht abladen. Ich habe das dann hier einfach hingeschmissen und dann mit einem Frontlader dann einfach da reingekippt. Jetzt haben die aber nichts mehr zu futtern und Gesundheit ist bei 0%. Das heißt, das müssen wir natürlich ändern. Da müssen wir gucken, dass wir jetzt noch Futter ranbekommen. Hier, Pepe ist
Neueste Errungenschaft, guckt euch an, was für ein Geschoss, oder? Ja, was für eine krasse Hupe für so ein Geschoss. Ja, hier ist nichts mehr drin, glaube ich, in meinem Anhänger. Da hatte ich nämlich das Futter drin. Ne, da ist nichts. Habt ihr gesehen? Ich kann auch nicht hochklettern, aber ist auch nicht schlimm, muss ich auch nicht. Aber hier liegt auch noch Futter, oder? Was ist das? Ach nee, das ist Stroh. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir Futter bekommen. Hier hinten ist noch Saatgut. Siehst du, da kann ich ja eigentlich. Warte mal, ich fahre mal davor. Vor die Saatmaschine. Und guck mal, ob ich das dann da einfach übertragen kann. Das wäre ja Gänsehaut. So. Warte mal, wir machen die mal off. Sämaschine. Nee, 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 nee. Abdeckung öffnen. Es wäre auch zu schön. Ach so, weil da Raps drin ist und das andere allgemein Saatgut. Ich kann das auch nicht abladen, glaube ich. Und falls doch, schmeiße ich es irgendwo auf den Boden, wo es nicht im Weg liegt. Und dann komme ich mit dem Kompaktlader oder Frontlader und hebe das dann auf und dann haue ich es dann in die Maschine rein, in die Sämaschine rein. So, jetzt kriegen wir mal. Hier, zack, einfach abladen, ist doch egal, was soll's. Egal. Und wenn ich jetzt, ich muss mal gucken, wenn ich jetzt mit der Sämaschine lang fahre, ob ich es dann aufnehmen kann, das wäre natürlich krass. Wenn das schon nicht aus dem Auto haben will. Hier, guck mal. Ist ja auch zu schön gewesen. Okay. Nee. Brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt warten, bis der Raps, ne, nicht der Raps, sondern ich glaube Gerste habe ich hier angebaut. Ne, Sojabohnen, genau, sorry. Bis die Sojabohnen fertig sind. Und in der Zeit hole ich schnell den Kompaktlader, mache da das Futter rein und kann dementsprechend auch ja, das Futter dann da halt in den Hühnerstall schütten. So, dann nehmen wir jetzt hier das mit. Dann ich schmeiß dann das Hühnerfutter einfach wieder davor und dann werde ich es mit dem Kompaktlader dann da einladen. Muss ja nicht alles davor schütten. Ich weiß auch nicht, warum das nicht mit dem Anhänger geht. Keine Ahnung. Es ging zwischenzeitlich mal und jetzt geht es auf einmal nicht mehr. Wenn ihr wisst, wie das geht oder warum es manchmal geht und manchmal nicht, könnt ihr mir gerne mal eine Info zukommen lassen. Das ist ja echt cool. Ja, grüße ich. Hier, also Pepe fährt jetzt wieder in den See. Den Wassertank auffüllen, damit dann halt unsere Salatköpfe dementsprechend halt auch was zu trinken haben. Was ist das für ein Sonntagsfahrer hier? Fährt der Schlangenlinien? Ja. Gleich kommt die Polizei, die macht da mal einen gepflegten Alkoholtest. Ich glaube, da war wohl eine Flasche Robbie Bubble zu viel. Ey, wie fährt denn der? Hallo? Ich hab Vorfahrt. Was ist mit. Ey, ich hab Vorfahrt. Ihr seht das, Leute. Wie fährt der? Ich hab Vorfahrt. Junge, Junge, Junge. Also hier, ihr seht ja den Sonntagsfahrer davor. Aber der da gerade entgegenkam, ja, genau, der da gerade entgegenkam, das war ein richtiger Sonntagsfahrer. Das war ja Sonntagsfahrer sein Onkel. Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn das hier? Ey, ist das nicht das Futter? Nee, das ist Saatgut, wa? Woher kenne ich denn das? Was bist denn du hier? Saatgut. Oder? Er steht zwar nicht da, doch steht da Saatgut 400 Liter. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, dann brauchen wir Hühnerfutter. Dann nehmen wir Weizen. Zack, zack, gekauft. Ey, wenn die Eier nicht so, wenn die Eier so viel Geld bringen würden, dann könnte man auch mal richtig auf den Putz hauen und die Bude voll machen. Oh, Ja, kann ich da durchfahren? ciao. Geht das? Oh, wo
Oh, ist das Hühnerfutter? Da hast du das jetzt weggeschoben, du Esel? Nee, das ist noch da. Ja. Er hat einfach, habt ihr das gesehen, er hat es einfach weggeschoben. Das meine ich zum Beispiel, wenn ich ihn Esel nenne, nimmt er mir das nicht übel, weil es ist ja ein Nutztier. Und wenn wir schon beleidigen, was wir gar nicht gut finden, dann müssen es auch Tiere sein, die auf dem Hof leben. Wenn er jetzt zu mir sagt, Thomas, du blödes Kamel, ist das eine Beleidigung, die ich gar nicht gut finden kann, weil ein Kamel lebt nicht auf dem Bauernhof. Vielleicht eine Alpaka. Die gibt's ja auch, aber ein Kamel eher weniger. So, guck mal, da ist schon wieder der Sonntagsfahrer. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, dass halt Wasser drin ist, da in diesem Kanister. Nicht? Nee, ich glaube, da ist eher Wein drin bei dem Fahrstil. Was? So, Hühnchens, es gibt Futter. So, da hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Hier hat Pepe ein paar Lampen installiert, was sehr gut gemeint ist. Aber ich hatte das eine Mal, ich glaube, den Flug oder so. Und das war schon ein bisschen schwierig. So, stopp. Hier abladen, machen wir. Pass auf. Na, lade ab hier, Lackschuh. So. Ist zwar jetzt nicht die beste Variante, aber ist mir auch egal. Ich stelle den jetzt einfach hier hin. Oder warte mal, kann ich nicht mit dem... Warte mal, ich probiere mal was. Warum kann der das nicht aufnehmen hier, der gute Mann? Wenn nicht abladen, das ist doch nicht zum Abladen. Okay, nee, der muss ich jetzt in den sauren Apfel beißen und wieder Cash ausgeben. Hast du wieder was daneben geschüttet? Oder? Das habe ich absichtlich daneben geschüttet, damit... ja, na klar. Ja. Natürlich, weil das mit dem Anhänger nicht ging. Was soll man dazu sagen, Leute? Nischt. Okay, ich hoffe, das ist jetzt der richtige. So, dann brauchen wir einen Frontlader, genau. Diesen. Jo, machen wir. Thomas, was steht denn da noch für ein Ding beim Autohändler? Also da steht jetzt dieser Frontlader. Ja, dann diese Frontschaufel und dann Saatgut. Was für Saatgut ist das? So, dann fahren wir jetzt zum Hof, Leute. Und dann habe ich eine schlechte Nachricht. Das Video wird dann enden. Wenn ihr aber noch mehr sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Ganz wichtig jetzt, ohne Spaß, Leute. Glocke aktivieren ist so wichtig, weil ich habe viele Freunde von mir, die sagen, Mensch, ich habe erst heute mitbekommen, dass du gestern ein Video hochgeladen hast. Ja, das passiert nicht, wenn man die Glocke aktiviert. Da seid ihr immer up to date. Und gerade hier bei meinem neuen Projekt, was ich jetzt mit Pepe hier durchziehen werde, ist es dann halt wichtig, wenn ihr sagt, ja, das ist echt cool, ich will mehr davon, ja, dann müsst ihr die Glocke aktivieren, damit ihr wisst, wann wieder mehr davon verfügbar ist. Ach, hallo. Ja, jetzt hat der mich da angehupt, der andere, weil der Meinung ist, dass ich falsch fahre, aber ist nicht so. Sieht nur so aus. Oh, Entschuldigung. Ja, wir sind hier in England, da müssen wir auf der linken Seite fahren. Ist doch logisch. Hast du so viel Wasser gebraucht für deinen Salat, Pepe? Ja, 25.000 Liter passen ja da rein in eingewechselt. Okay, ja, na gut. Ihr wisst ja, Leute, es gibt so gewisse Obst- und Gemüsesorten, die brauchen echt viel Wasser. Auch Erdbeeren brauchen verdammt viel Wasser. Und da ist es egal, ob die aus Spanien kommen oder aus Deutschland, brauchen echt viel Wasser. Aber die Leute wollen halt nicht drauf verzichten, was ich auch verstehen kann. Deswegen immer vorher überdenken, wie viel Aufwand
muss ich betreiben und wie viel Ertrag habe ich. Aber hier in dem Fall habt ihr gesehen, das Wasser, das kostet hier nichts. Es ist nicht so schlimm wie in der Realität, dass dann irgendwann die Flüsse austrocknen oder die Seen, sondern hier gibt es alles in Hülle und Fülle, außer Geld. Das müssen wir hier halt uns verdienen, was auch völlig in Ordnung ist. So, Hühnchens, jetzt gibt's was zu futtern. Ich werde mal hier auf jeden Fall ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild hinmachen. So, Hühnerchens. Jetzt kriegen die was zu fressen und dann endet das Video, würde ich sagen. Na, warum macht denn der das nicht hier? Ja, Pepe, Mama ist sauber, richtig. Ich muss jetzt hier nochmal da ran hier, damit die Hühner auch was zu fressen bekommen. Ach, ich bin so doof. Ich habe die Schaufel nicht richtig hoch gemacht. So. Okay. Hühner, ready oder was? Okay, Hühnerarm, Futter. Ich werde dann hier das natürlich noch aufräumen. Wir lassen hier nichts dreckig. Ja, Pepe hat sein Fahrzeug gewaschen. Und damit endet das Video. Pepe, willst du was sagen? Ja. Tschüss. Okay, sehr weise gewählte Worte. Ihr wisst Bescheid. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.